Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Regionalliga West. Hier gibt es fast alle Tore zu sehen. Beginnen möchte ich mit den Ergebnissen der Begegnungen, von denen ich kein Bildmaterial habe. Da wären zum ersten der Wuppertaler SV gegen Fortuna Düsseldorf 2, Endstand 0:3. Die Tore erzielten in der 5. Minute Hagemann, in der 20. Minute Tomiak, in der 55. Minute Bornemann. Als zweites hätten wir den VfB Homberg gegen Fortuna Köln, Endstand 1:3. Die Tore schossen in der 5. Minute Harus, in der 57. Bender, in der 73. Minute Löden und in der 84. Minute Salman. Partie Nummer 3 ist Bergisch Gladbach 09 gegen Borussia Mönchengladbach 2, Endstand 1:1. Die Tore fielen in der 53. Minute durch Koruk und in der 2. Minute der Nachspielzeit durch Kraus. Von der Partie Rödinghausen gegen Rot-Weiß Oberhausen gibt es keine Tore zu sehen, da es 0:0 endete. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Tore.